So, was hast du denn? Das sieht witzig aus. Das sieht witzig aus. Junge, bleib doch mal locker. Bleib doch mal ganz locker. Bleib doch mal locker, Junge. Ja, roten. Ja, ich sehe die ersten roten Flecken und er muss ganz schön leiden. Er wird ja auch von allen Seiten gegrillt. Und dann würde ich sagen, starten wir hier mit der Kampfarena. Genug Vorgeplänkel. Ihr hattet auch genügend Zeit, unten reinzuschreiben. Wer von denen gewinnt. Und dann starten wir doch mal. Players only. Mal gucken, ob alles klappt. Und jetzt ist der Form weg. Typisch. Wir werden gleich sehen, wer von denen drauf geht. Ich hoffe nicht meine schönen Drachen. Drachilein. Was ist eigentlich die Verniedlichungsform von Drachen? Drachilein? Hallo, du geile Socke. Ich bin's, dein DGZ, aka Durchgezockt. Und wunderbar, dass du hier eingeschaltet hast zu einer weiteren Kampfarena. Und ja, heute dreht es um die Alpha-Tierchen in Scorch Earth. Und wir haben hier, im Hintergrund seht ihr schon, hier die ersten Alpha-Drachen. Wine. Und den lassen wir nachher gegen einen Mega-Death-Worm antreten. Und ich bin mal gespannt, oder ich lasse jetzt mehrere gleich gegen ihn antreten. Ich bin mal gespannt, wer gewinnt. Das Problem ist immer, ach, meine Fresse, nee, ich muss mich ja nicht überschlagen beim Sprechen. Meine Fresse, nee. Also, bin überhaupt nicht gut drauf heute. Problem ist immer, jedes Mal, wenn ich einen spawnen lasse, hier zur Vorbereitung, die Viecher sehen einfach geil aus. Die sind richtig geil aus. Komm, wichtig mal, ne? Wir haben hier so einen rot-weiß, schneeweiß-rötlichen Drachen. Der sieht richtig geil aus. Aber auf der anderen Seite haben wir dann auch noch eine Kombi aus Schwarz und Orange, die richtig geil aussieht. Okay, der da drüben sieht ein bisschen normal aus hier. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den unbedingt behalten wollte. Aber der sieht auch richtig, richtig geil aus. Und ja, da mache ich erstmal einen Screenshot von, bevor es zu spät ist. Nee, das sieht doof aus. So, das sieht auch doof aus. Warte, muss ich anders machen. So, geradeaus fliegen und gib mir. Nein, komm, gib mir. Nein. Ja, das sieht gut aus. Das wird gut aussehen. Oh, das sieht einmal von hinten gut aus. Von hinten, also wer was Anzügliches denkt. Nein. Das ist schon gut. Das ist in Ordnung. Gucke ich mir mal, wie der von vorne aussieht. Und ich werde gleich hier das Setup machen. Also drei Alpha-Drachen aussuchen. Und dann werde ich davon... Oh, schön, wie der da mit seinen gespreizten Armen ist. Die nur die richtige Perspektive finden. Damit man auch sieht, wie schön der hier uns angrinst. Wunderbar. Auslösen. Komm. Also gleich, oder nee, für euch geht es ja jetzt los, ne, nach dem nächsten Schnitt. So, jetzt komm, mach hin. So, die Bühne ist frei. Wir haben hier einen schönen Alpha-Death-Wurm gegen 1, 2, 3 wunderbare Alpha-Drachen. Und mal gucken, wer von denen gewinnen wird. Ich weiß jetzt nicht, warum ich so schnell bin hier. Aber ich hoffe natürlich nicht der grässliche Wurm. Habe ich keinen Bock drauf. Aber wir werden es sehen. Schreibt jetzt euren Tipp unten rein. Entweder die Drachen, die Wyvern, oder der Deathwurm. Ich bin mal gespannt, wer von denen gewinnt. Also, ach, habe ich jetzt nicht geguckt. Egal, die haben so um die 28.000 bis 40.000 Health. Ich habe jetzt mal richtig nachgeguckt und keine Kommastelle. Wie viel Health der hat, weiß ich jetzt nicht. Ah, ich könnte noch mal eben kurz schauen. Nachher gibt es wieder Spekulationen. Respawn. Ah, ist das laut hier. So, also, ach, freue mich. Ich will nur hier mal zum Gucken. Eine Lupe, das reicht doch.
Habe ich ein Vögelchen hier? Habe ich. Warte, ich bin mal hier ganz vorsichtig. Naja, geht der noch in den Kampf rein? Sektor Acquisition, Sektor Neutral und Sektor Waffe. Ja, und vorher nochmal erleichtert, bevor es losgeht, ne? Ja, diese Tierchen, die hätte ich mir vorher ausgesucht, aber der sieht doch geil aus. Der sieht noch geiler aus. Also, der sieht richtig geil aus. Ach, die sehen alle geil aus. Ich möchte die gar nicht töten. So, und jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, der Wurm bleibt etwas länger. Setz dich mal hin. Und wir gucken mal, wie viel Health der hat. So, der hat nur 27.000. Nein, habe ich das jetzt richtig gesehen? 1, 2, 3, 4, 5. Fünfstellig, 27.000. Ja, ich habe mich bei dem Manticore verlesen. Ich konnte mir ja auch nicht vorstellen, dass der ja 20 mal so viel oder was, 500.000 Health hatte. Das konnte ich mir einfach gar nicht vorstellen. Deswegen dachte ich, der hätte auch nur 50.000 Health. Aber gut, das war bei der letzten Kampfarena und jetzt haben wir eine neue. Und dann würde ich sagen, starten wir hier mit der Kampfarena. Genug Vorbeplänkel. Ihr hattet auch genügend Zeit, unten reinzuschreiben. Wer von denen gewinnt. Und dann starten wir doch mal. Players only. Mal gucken, ob alles klappt. Und jetzt ist der Vorm weg. Typisch. Typisch, ja. Ja, Vorführeffekt und... Ach, Mist, jetzt muss ich schon wieder. Schon wieder, ja. Das ist live, das kann man sich nicht aussuchen hier. Ja. Oh Mist, jetzt habe ich meinen Vogel da drüben. Den ich eigentlich hier geparkt hatte. Ja gut, wenn man nicht richtig vorbereitet ist, selber schuld. Aber das werden wir jetzt hier auch überbrücken. Komm, einmal rüberfliegen, komm. Mach mal schneller, wir können da nach einem neuen Alpha-Wurm, Death-Wurm spawnen lassen. Ah ja, gut, dann kann ich auch nochmal genau gucken, was die anderen an Helfer am Walk. Zack. Oh, ich habe keine Gott-Modus an. Ja, das vergesse ich immer. So, jetzt habe ich aber eine Lupe an. Die ultimative Waffe in Ark. Komm her. Der hat 28.550 für die Korinthenkacke dort unten. Und hier haben wir ein 46.550, Level 180. Und lass mich doch mal vorbei. Hier, süßer. Und da kommt der nächste. Schönes Ding. Und der hat 38.150. So, jetzt werden wir mal eben kurz... Sorry. Einen Deathworm. Mega Deathworm. Level 120 oder machen wir den auch 180? Machen wir den auch 180 spawnen lassen. Und jetzt sieht man den nicht, weil ich Player Onlys habe. Wo ist er? Doch, da ist er. Ich guck mal, wie viel Hälfte er hat, bevor er hier richtig loslegt. 28.000 und jetzt geht's hier schon rund. Ich werde nicht mehr, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. So. Nein, nicht stopp. Start. Hier. Jungs. Macht jetzt hier nicht die ganze Scheiße ohne mich. Hier. Ich will mitmachen. Ich will mitgucken. Ja, jetzt geht's rund. Und da gucken wir uns doch mal hier an, wie es hier abgeht. Und die greifen ihn gleichzeitig an. Und Flammen werden hier rumgeschossen. Und der Wurm ist schon am Brennen. Und von allen Seiten geben sie es ihm. Dann schalten wir doch mal um eben kurz in diese Perspektive. Hier, wunderbar. Wunderbar, wie sie ihm hier von allen Seiten attackieren. Okay, er ist hier. Okay, der kann wohl durch die Dinger durchglitschen. Wo bist du? Ne? Hauptsache, er sagt mal guten Tag hier. Ne? Aber machen wir mal weiter hier. Gucken wir mal, wer von denen gewinnt. Was meint ihr? Ich bin noch nicht sicher. Wer hier gewinnt. Da hauen sie rein. Er brennt auf jeden Fall und ist ja schon angeschlagen. Ich guck mal, ich sehe die ersten roten. Ja, ich sehe die ersten roten Flecken und er muss ganz schön leiden. Er wird ja auch von allen Seiten gegrillt. Also ein Grillwurm. Kein Grillhähnchen, ein Grillwurm. Und
Gucken wir mal, ob wir hier mal ein schönes Foto erwischen. Oh, geil mit dem Feuer, mit der Animation. Hier in diesem Kampf. Boah, das Feuer haben die schon geil gemacht, oder? Das haben die doch richtig geil gemacht. Das Feuer. Mal gucken wir doch mal hier auf diese Seite. Die sind aber auch angeschlagen, wie du siehst. Sind die hier auch ganz schön angeschlagen? Der Weiße hier, der Whitey. Ja, ich habe ihn jetzt mal Whitey getauft. Mal gucken, ob er überleben wird. Und hier der Rote ist auch schon angeschlagen, die armen Viecher. Aber hier gehen wir mal weiter. Und der sieht auch geil aus. Der sieht einfach geil aus. Da muss ich ein Foto von machen, bevor es hier jetzt weitergeht. So, einmal Foto. Einmal richtiges Foto. Unten in der Beschreibung habt ihr natürlich auch noch einen Link zu den verschiedenen Screenshots, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Wenn du bei WhatsApp registriert bist, kriegst du meistens die Screenshots oder eine Vorschau von diesen Screenshots schon vorher, vor allen anderen. Und dann gucken wir doch mal weiter, wer hier gewinnt. Ups, darum. Und ja, er schnappt zu, er versucht einen nach den anderen zu kriegen. Okay, er kann sich nicht schwer das sieht knapp aus, das sieht knapp aus. Der Rote, der Weiße, der ist schon fast rot. Das wollte ich sagen, der ist schon kurz vorm Abnibbeln. Aber der Wurm kämpft auch um sein Leben. Wir werden gleich sehen, wer von denen drauf geht. Ich hoffe nicht, meine schönen Drachen. Drachilein, was ist eigentlich die Verniedlichungsform von Drachen? Drachchen? Drächchen? Drachilein? Schreibt das mal unten rein in die Kommentare, wenn ihr schon mal dabei seid. Ah, Mist. Das sieht nicht gut aus. Das sieht für alle nicht gut aus. Ich muss mal hier kurz gucken. Oh, guck dir das mal an. Hier diese Blutflecken. Oh, das arme Tierchen. Also, das ist alles nur Kunstblut, ne? Das ist kein echtes Blut, ne? Also, alles nur Kunstblut. Keine Sorge, hier werden keine echten Tiere, ja, getötet, gequält oder so, ne? Alles Kunstblut. Also, keine Bange. Das Spiel ist ja auch erst ab 12. Nee, schon ab 12. Das Spiel, ne? Empfohlen ab 14. Aber gut. Soll nicht meine Einschätzung sein. Ich finde das in Ordnung. Die Eltern sollten vielleicht mal ab und zu mal über die Schulter schauen, was die Kiddies zocken. Aber das geht ja noch. Das ist harmlos. Man kann das Blut ja auch ausstellen. Geht's jetzt weiter? Jetzt geht's weiter. Screenshot gemacht. Und wunderbar, wunderbar, wie du hier am Bluten bist. Oh, guck mal, wie der sich hier auch rumquengelt, ne? Quengelt. Böses Wort, quengelt. Guck mal hier. Das. Der hat aber keine Augen oder so. Keine Augen. Sieht auch böse aus, das sieht böse aus, das sieht richtig böse aus. Ja, wie gesagt, Screenshots nachher unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's hier weiter. Ich hoffe, meine Aufnahme klappt, ich hoffe, es klappt alles. Jetzt kriege ich einen an den Rappel. So, und dann gucken wir mal hier, wer hier weitergeht. Es geht weiter in dem Kampf der Giganten, der Alphas, der Scorch-Alpha-Tiere. Und guck dir das mal an, die armen Tierchen. Die sind echt kurz vorm. Obwohl, du hast dich gut geschlagen, ne? Hast du das mit den 48 Health? So, ich mach mal hier eben kurz Players Only. Players Only und hol die Lupe. Und sag eben kurz Stop Spectating. Und zack. Und spawne in mein Bett. So, jetzt rennt hier auch keiner weg. Lupe. Muss ich mir was anziehen? Ja, muss ich. Mache ich. Einmal. Zweimal. Nehme ich noch alles mit. Dreimal. Ist ja auch nur für die Kampfarena hier alles. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir müssen jetzt erstmal gleich herausfinden, wer wie viel Health noch hat. Ich bin da mal richtig gespannt. Da sahen einige kurz vorm, so aus, als wären sie kurz vorm Abnibbeln. Und das wollen wir doch jetzt hier erstmal ergründen. Fly! Zack, einmal rüberfliegen. Ah, die sehen schon geil aus. Die sehen schon geil aus. Ich mag diese Viecher. Ich mag die irgendwie. Aber wir haben ja auch bald Halloween. Bald kommt das große Halloween-Update. Vorher kommen noch die Faultiere. Da bin ich sowieso drauf gespannt. Und da haben wir doch einen schön wieder hier in der Luft schwebt. Oh, armes Tierchen. Armes Tierchen. Muss ich auch ein Foto von machen.
Aber vielleicht schneide ich das jetzt gleich raus mit den Fotos. Zack. Mal Foto. Ja, da macht er gerade 81 Aufnahmen, also teilt das in so einer Auflösung aus. 12.000 mal 7.200. Okay, ich werde es runterbrechen auf 4K. Ah, das ist schon geil. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Health der Kleine hat. Komm her, Health. 13.000, runtergeknallt auf 13.000. Lassen wir mal hier eben kurz alles schneller bewegen, dann komme ich da auch schneller hingeflogen. So, was hast du denn? Das sieht witzig aus. Junge, bleib doch mal locker. Bleib doch mal locker, Junge. So, du hast 22.000. Ja, der auch um 50% runtergeknallt. Und jetzt gucken wir hier zu den Armen. Zu den Weißen. Mal gucken, wie viel Elf der noch hat. Oh. Dann machen wir erstmal wieder normale Geschwindigkeit. Kriegt man ja einen Rappel bei. Oh, armes Tierchen. Warum zeigst du mir nicht an, wie viel Elf? Wow, das war echt auf Messers Schneide. 900 nur noch. Das arme Tierchen. Und dann gucken wir doch mal hier, wie hier auch einen vernünftigen Screenshot erwischen. Nein, falsch. Oh, muss ich gucken. Ja, noch ein Tag. Ja, das ist. Ah, Mist. Nein, der soll mich nicht hier verbeugen. Ich will, dass er seine Flügel ausbreitet. Flügel. Ja, jetzt habe ich den richtigen Moment erwischt. Ups. Oh, das arme Tierchen. Davon. Nee, das geht ja gar nicht. Mist, das ist ein Stein. Das ist ein Stein daneben. So eine Sauerei. Ja, und damit nähern wir uns dem Ende meiner Videos. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, natürlich liken. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Mal gucken, ob wir die 150 Likes wieder knacken. Wäre sehr glücklich darüber. Ja, bei Fragen auch einfach unten in die Kommentarzeile. Ah, wunderbares, schönes Tierchen. Ich liebe diese Tierchen. Ah, das habe ich schon gesagt. Wie immer am Ende meiner Videos. Ich bin dein DGZ, aka Durchgezockt. Wunderbar, dass du geile Socke hier eingeschaltet hast. Schaut mal wieder ein, wenn es heißt Durchgezockt. Socken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken. Da hinten die beiden, die kuscheln auch noch so wunderbar hier, als wären die auf einem Campingausflug und hätten sich ganz doll lieb, aber... Das wird sich ändern. Okay, er. Da bin ich mal gespannt, Junge. Junge, wer gewinnt von euch? Aber hey, der Montico kriegt auch seine ersten Schläge ab. Und sie sind am Knabbern, aber er ist auch gut angeschlagen. Er ist noch nicht gut angeschlagen. Dafür ist sein Montico hier gut angeschlagen. Hallo, meine lieben Freunde des guten Gameplays. Ich bin's, dein DGZ, aka Durchgezockt. Und wunderbar, dass du hier eingeschaltet hast. Und wie ihr seht, sitze ich hier oben drauf auf einen. Montico. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, korrigiert mich unten. Also, wunderbar, dass ihr hier seid. Und wie ihr euch schon denken könnt, sind wir hier bei einer neuen Kampfarena. Hört euch mal die Geräusche an. Und zustechen kann er auch. Und hier, Pfeile springen. Ja, okay. Ich habe jetzt gerade einen Player only gemacht, ne? Das sind richtige, oder das ist ein ordentliches Monster. Schöne Geräusche. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben.